Adventsimpuls des DPSG-Bundesverbands. Hier, du hast den Saft alle gemacht. Du holst deine neue Flasche aus dem Keller. Bis zur Kellertür kein Problem. Hand auf die Klinke, tief einatmen, Luft anhalten, allen Mut zusammennehmen, Klinke runterdrücken, Tür auf. Dahinter eine schwarze Finsternis, darin irgendwas, wer weiß was, es könnte alles sein. Das Herz schlägt schneller, die eine Hand hält die leere Flasche, die andere tastet links hinter dem Türrahmen, irgendwo muss er doch sein. Da ist er, Klick, Licht, ausatmen, geschafft. Alles ist hell, die Dunkelheit ist fort. Mut zum Saft holen. Aber Mut zum Frieden? Da tun sich andere Türen auf, hinter denen etwas auch nicht immer so genau Fassbares lauert. Keller steht nicht auf diesen Türen. Populismus, Nationalismus, Cybermobbing, Datenmissbrauch, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus steht da drauf. Etwas Dunkles ist hinter diesen Türen. Wenn man sie zulassen würde, das heißt nicht hinschaut, nicht drüber nachdenkt, drüber hinweggeht, dann muss man sich der Dunkelheit dahinter nicht stellen. Wer weiß, was darin lauert. Aber es gibt Dunkelheiten, die sickern unter der Tür durch. Besser allen Mut zusammennehmen und die Tür öffnen, sich der Dunkelheit stellen. Am dritten Advent stehen wir vor den Türen zur Dunkelheit nicht mit einer leeren Flasche in der Hand da, sondern mit dem Friedenslicht aus Bethlehem. In die Dunkelheit dürfen wir das Licht des Evangeliums Jesu bringen, und zwar, indem wir leben, was unser Glaube an Christus uns sagt. Frieden, Versöhnung, Vergebung, Würde und Liebe hinein in und gegen alle Dunkelheiten, zu denen sich momentan Türen auftun. Und bitte nicht die Luft anhalten, sondern sich Luft machen, den Atem Stimme werden lassen. Manchmal, wenn ich in den Keller gehen musste, habe ich einfach ganz laut das Dunkel weggesungen. Wer singt, kennt keine Angst. Und sein Licht ist uns längst schon in die Hand gegeben. Mut zum Frieden wünscht Tobias Hasselmeier, Diözesankurator aus Paderborn.